nächste große Spielräumeaktion vom Club. Dieses Mal wurde der Bauspielplatz in Langwasser auf Vordermann gebracht. Marodes Holz wurde zerkleinert und aussortiert, um unter anderem Platz zu schaffen für eine neue Bühne. Mittendrin war auch FCN-Stürmer Manuel Schäffler, der natürlich auch kräftig mit anpackte. Schleppen, schleppen und nochmal schleppen, Balken, die gar nicht so leicht waren. Aber es hat Spaß gemacht. Sieht man, wenn alle hinlangen, wie schnell dann alles weg ist. Und ich glaube, diese Jungs sind hier und die Frauen und die Mädels und die Burm sind alle sehr happy. Ja, der Hauptdarsteller steht hinter uns. Das ist eine richtig schöne Bühne, die hier im Bowie entsteht. Und Sie sehen ja, da ist viel Holz am Werk. Insoweit wird hier gesägt, es wird gewerkelt, es wird gehämmert. Und am Ende soll die Bühne dann für die Kids hier wirklich das leisten, was wir erwarten, dass hier Theater stattfinden kann, dass hier Musik stattfinden kann. Und ich glaube, das lohnt sich wirklich. Ob jung oder alt, rund 30 Helfer packten tatkräftig mit an, um den Spielplatz für die Kinder wieder herzurichten. Und auch Manuel Schäffler war voll dabei. Nicht nur beim Tragen, sondern auch an der Säge. Ja, ich musste früher mit dem Opa auf den Bau gehen, um ein bisschen Taschengeld zu kriegen. Deswegen kenne ich mich hier recht gut aus und ich weiß auch, wie man anpackt. Und kann auch mit der einen oder anderen Maschine umgehen, wie man gesehen hat, von dem her passt es. Wir wollten gerade auch für Kinder und für junge Leute Spielräume schaffen. Deswegen heißt die Aktion ja auch so, nicht nur zum Fußballspielen, sondern eben auch für vieles mehr. Und ich glaube, der Bau hier in Langwasser, der ist ein Paradebeispiel, dass das super gut gelingen kann. Es gibt einen tollen Garten, es gibt Hühner, es gibt hier eine Bühne, es gibt aber auch Tore. Also es wird auch Fußball gespielt, das macht den Kids Spaß und es macht natürlich allen Beteiligten Spaß, hier was entstehen zu lassen. Und so wurde mit vereinten Kräften nicht nur abgerissen, sondern auch weiter an der neuen Bühne gearbeitet, wo die Kinder in Zukunft Theaterstücke oder Ähnliches aufführen können. Also bei allen Beteiligten kommen die Aktionen immer super gut an. Also ob jung, ob alt, ob Sparkassenmitarbeiter, ob Fan, ob Handwerkerclub. Und ich glaube, mit Spielräumen treffen wir da wirklich einen Nerv. Und wir freuen uns ganz besonders, dass jetzt wieder außen Dinge stattfinden können, dass wir gemeinsam hier aktiv werden können. Nachher wird noch gegrillt und dann wird auch ein bisschen gefeiert. Die nächste monatliche Spielräumaktion findet in rund 4 Wochen statt und wird auch dann sicherlich nicht nur den Kindern ein Lachen ins Gesicht zaubern.